Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Gesundheitskosmetik-Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man ein gesundes, natürliches, porenverfeinendes Gesichtswasser herstellt, welches nur aus zwei Zutaten besteht und welches jeder zu Hause selber herstellen kann. Man könnte es dann entweder einfrieren und in Form von Eiswürfeln benutzen oder auch einfach im Kühlschrank für eine Zeit lang aufbewahren und als Gesichtswasser benutzen. Die Ursache für große Poren kann zum einen genetisch bedingt sein, in welchem Fall die Betroffenen dann meist zu fettiger Haut neigen. Im anderen Fall aber liegt sie an ungesunder Ernährung und wenn man raucht und Alkohol trinkt, weil der Körper sich dann vermehrt über die Haut versucht, seine Giftstoffe zu entledigen. Wenn die Haut dann auch noch mit sehr viel Chemie in Berührung kommt in Form von Cremes und Make-up-Produkten, wird die Hautoberfläche zerstört und die Poren erweitern sich durch Ausleierung. Aber auch weil die Poren durch diese Produkte verstopft werden, sodass die Haut nicht atmen kann und sich ihre Talgproduktion nicht gut entledigen kann. Dadurch entsteht dann ein Teufelskreis, denn je kaputter die Haut wird, umso mehr Talg versucht die Haut zu produzieren, um die Haut wieder zu regenerieren und geschmeidig zu halten. Dadurch aber wiederum erweitern sich die Poren noch mehr. Um diesem Teufelskreis entgegenzuwirken und um die Poren wieder zu verfeinern, werden wir hier jetzt ein natürliches Gesichtswasser herstellen in Schala, das aus nur zwei Zutaten besteht, und zwar aus Gurkenwasser und aus Apfelessig. Dazu raspeln wir jetzt eine ganze Biogurke auf dieser Gemüsereibe. Und zwar komplett mit der Schale, denn unter der Schale sitzen immer die meisten Vitamine. Dann werden wir diese Gurkenraspeln in ein Tuch geben und dieses Tuch letztendlich dann ganz gründlich auswringen, denn wir werden den Saft davon benötigen. Denn Gurkenwasser hilft, Poren zu verfeinern. Es wirkt adstringierend, sodass sich die Poren zusammenziehen und es versorgt die Haut gleichzeitig mit Feuchtigkeit und frischem Glanz. Die Gurke ist reich an den Vitaminen A und C. Darüber hinaus enthält sie besondere Enzyme, welche die Hauterneuerung fördern können. Die Gurke enthält nicht nur sehr viele wertvolle Inhaltsstoffe, auch ihr hoher Basengehalt lässt die Gurke zu einem idealen Inhaltsstoff für die Gesichtspflege werden. Wegen dieser besonderen Inhaltsstoffe ist die Gurke in der Lage, die Haut zu straffen und zu erfrischen. Die Haut wirkt dann geklärt und wird wieder frischer. Dieses erfrischende Aussehen und die Verjüngung sind nach mehreren Anwendungen nicht mehr zu übersehen. Wer Gurkenwasser daher täglich auf das Gesicht gibt, kann sich über eine besonders glatte Haut und einen schönen Teint freuen. Wir haben jetzt gerade das Gurkenwasser abgemessen, das waren ungefähr so 150 Milliliter und genauso viel, 150 Milliliter Apfelessig werden wir jetzt hinzugeben, also 1:1. Der Apfelessig muss natürlich naturtrüb und von Bioqualität sein. Apfelessig sorgt dafür, dass sich die Poren zusammenziehen und lindert zudem Hautentzündungen. Apfelessig dient als natürliches Gesichtswasser. Es wirkt adstringierend, strafft die Haut und verfeinert die Poren. Es hilft auch, den pH-Wert der Haut wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Wirkt zusätzlich entzündungshemmend, antimikrobiell und hilft gegen Akne. Durch die Fruchtsäure im Essig werden die Hautporen zusammengezogen, sodass eine übermäßige Talgproduktion ebenfalls korrigiert wird. Weil Apfelessig die Durchblutung fördert, eignet er sich auch perfekt für die reife Haut. Er strafft die Haut und schlussendlich trägt das frische Apfelaroma auch zur Vitalisierung und Erfrischung der Haut bei. Zusammen ergänzen sich daher diese beiden Zutaten zu einem idealen Gesichtswasser, welches sowohl die Haut reinigt als auch die Poren verfeinert und die Haut strafft. Wie wir gesehen haben, habe ich jetzt dieses Gesichtswasser in zwei Eiswürfelbehälter gegeben, denn ich werde das jetzt einfrieren, sodass ich mir dann täglich immer einen Eiswürfel herausholen kann und damit mein Gesicht erfrischen und behandeln kann. Die Eiswürfelmethode führt dazu, dass sich durch den Kältereiz die Gefäße zusammenziehen und überschüssiges eingelagertes Gewebewasser abtransportiert wird. Das Eis hilft, Schwellungen zu lindern, geweitete Poren zu schließen und die Haut zu straffen. Die Kälte auf der Haut fördert die Durchblutung und Schwellungen und Entzündungen werden gelindert. So kann auch Zellulite und Besenreisern vorgebeugt werden. Es ist auch eine ausgezeichnete Behandlung, um die hauteigenen Öle zu regulieren und Entzündungen zu reduzieren, deshalb bleibt die Haut damit geschmeidig und jung. Die Eistherapie hilft auch, Hautflecken zu reduzieren, die durch Sonnenexposition oder Umweltverschmutzung auftreten.
Dabei sollte man aber unbedingt beachten, dass man die Eiswürfel immer nur in kreisenden Bewegungen über die Haut gleiten lässt und sie nie zu lange an einer Stelle liegen lässt, damit die Haut keinen Schaden durch zu große Kälte erleidet. Deshalb auch keinen Druck anwenden, sondern den Eiswürfel in kreisenden, sanften Bewegungen über die Haut gleiten lassen. Wie wir das jetzt hier auch sehen. Wer die Eismethode nicht anwenden möchte, könnte auch einfach das Gesichtswasser im Kühlschrank aufbewahren und dort täglich dann mit einem Wattebausch hineintunken und das Gesicht damit behandeln. In beiden Fällen sollte man dann, sobald die Haut getrocknet ist, sie hinterher mit einer natürlichen, gesunden Bio-Creme eincremen. Solch eine Creme hatte ich ja schon mal gemacht. Ich verlinke euch das Video dazu nochmal unten in der Infobox. Das war's dann auch wieder für heute. Inshallah konnte ich euch auch diesmal wieder für eure kosmetische Gesundheit von Nutzen sein. In diesem Sinne wünsche ich euch gute Gesundheit und schöne, reine, straffe Haut im Gesicht. Und dann sehen wir uns inshallah wieder das nächste Mal. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.